Zug die beste Stadt der Schweiz. Der liebe Gott hat gnädig eine kühlende Nebeldecke über das heiß laufende Wirtschaftswunderland gespannt. Die Zugisierung der Schweiz. Look, ich habe die Stadt 15 Jahre repräsentiert. Jetzt wird man die Stadt von Tag zu Tag fremden. Wir zeigen euch heute, was hier im toten Zug also wirklich läuft. Nehmt euch mit an die zwei, drei coolsten Spots. Wo du mit Cappy nicht willkommen bist. Schaut, was sie dich kennen und sie wissen, dass du eigentlich in Ordnung bist. Wir sind gerade im Semis im Laden im Circle of Trust. Im Zug ist es nicht ganz einfach, an coole Kleider zu kommen. Und hier werden wir immer fündig. Was wir nachher noch zeigen müssen, ist der Dominik. Er ist Mitarbeiter des Monats. Kannst du mal dort oben rechts schnell anzoomen. Er empfiehlt mir auch immer so Schuhe, die irgendwie viel zu teuer, natürlich, wie immer. Wo sie in einem Multi irgend so einen Job haben. Meine Stadt für vielen halt bloß ein Zwischenstopp. Drum ist weder nachts noch tags so wirklich etwas los. Hier, was kommt Konzert, mir geht ja hier, wo Party fertig ist. Nachdem ein Gig hier zählt, ist will von den Fans nie einer. Bleibt man hier, wo keinen einen mehr kennt. Und wenn dann weg den alten Zeit. Wenn man im Zug noch immer eins trinken geht, dann ist es meistens hier, wenn man nicht unterwegs ist an den Konzert. Gibt den besten Tee im Zug. Ingwer. Das ist top einfach, ich bin mega Fan. Hier geht es teilweise doch auch nach dem 2, wenn dann offiziell fertig ist, noch bis in die frühen Morgenstunden weiter. Du bist daheim. Du bist mein warmes Bett. Deine Gassen, die erzählen meine Geschichten. So, jetzt sind wir in der Kollerhalle. Es ist das grösste und eigentlich, ja, relativ coolste Konzerthaus hier in Zug, würde ich sagen. Zusammen mit der Galvanik, die gerade nebenan steht. Und für uns als Zuger Band sind die natürlich extrem wichtig. Hier spielen wir unsere Plattentaufen, unsere Tourstops. Das sind so wirklich riesen Erinnerungen. Eigentlich die besten Konzerte, so, die am meisten abgegangen sind für uns, sind eigentlich immer da gewesen. Die erste Freundin, die zweite, die dritte, die fünfte. Schluss am Ende wohl auch noch die zukünftige. Wünschte mir, doch ich werde weg müssen mit ihr, wenn ich mit ihr Kind will, für immer. Die Alben haben wir alle hier aufgenommen. Wir haben vor 15 Jahren, als wir angefangen haben, immer das Problem gehabt, dass wir nicht gewusst haben, wohin, zu wem wir überhaupt gehen sollen, wenn wir Aufnahmen machen wollen. Und dann haben wir 2004 den Raum hier bekommen und haben da Jahr für Jahr neue Geräte gekauft. Und mittlerweile ist das da hier wirklich das Daheim, wenn es darum geht, neue fette Mucke zu machen. Jetzt kennst du unseren Stadtzug. Wenn du das nächste Mal hier bist, weisst du jetzt exakt, wo du hin musst. Zum Beispiel am 3. Dezember. Schaust du vorbei, 8x15. Kollerhalle Zug. Bau!